Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt gehen die französischen Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche Täter namens Sherif C. rief auf Arabisch "Gott ist groß", als er mit einer automatischen Waffe das Feuer eröffnete. Au regard du lieu ciblé. Wegen des ausgewählten Ziels, der Handlungsweise des Angreifers, seines Profils und der Angaben von Zeugen, nach denen er Allahu Akbar rief, hat die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft den Fall übernommen. Allah Akbar, la section antiterroriste du parquet de Paris, s'est saisie des faits. Sherif C. hatte am Dienstagabend mit einer automatischen Waffe und einem Messer wahllos Passanten am Straßburger Weihnachtsmarkt angegriffen. Er tötete mindestens 3 Menschen und verletzte etwa 12 weitere. Anschließend floh er zunächst mit einem Taxi. Seitdem wird grenzübergreifend nach ihm gefahndet. Die französischen Behörden schließen nicht aus, dass der 29-Jährige nach Deutschland geflohen ist. Die Grenzübergänge bei Straßburg wurden abgeriegelt. Sherif C. war wiederholt in Deutschland und Frankreich straffällig geworden und steht in Frankreich auf einer Liste von Gefährdern. Eigentlich sollte er am Dienstagmorgen wegen versuchter Tötung festgenommen werden. In seiner Straßburger Wohnung fanden die Ermittler ein ganzes Waffenarsenal, darunter eine Granate. Der Weihnachtsmarkt soll am Donnerstag wieder öffnen. Straßburg werde sich nicht einschüchtern lassen, sagt Bürgermeister Roland Ries.